Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen. Dieses Zitat, es stammt nicht aus 1933, es stammt aus 2023. Es stammt nicht von Adolf Hitler oder einem anderen Nazi-Verbrecher. Nein, Wolfgang Büscher vom Kinder- und Jugendwerk Arche erklärt, dieser Satz ist bei uns von arabischen Jugendlichen gefallen und das ist kein Einzelfall. Kinder und Jugendliche radikalisieren sich immer stärker. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir stehen vor einer Katastrophe, warnt er. Ja, ich weiß, man weiß schon gar nicht mehr, auf welche von den alten Parteien angerichteten Katastrophen man in diesem Land zuerst schauen soll. Die Stimmung in unserem Volk war seit dem letzten Krieg noch nie so schlecht. Das ist so, weil die Politik jeden Tag neue schlechte Fakten schafft, ob Haushaltsnotlage, Inflation, Kriminalität, die Bahn und selbst beim Antisemitismus, also beim Hass auf Juden. Es ist unsäglich. Deutschland braucht eine Umkehr. Jetzt. Es muss jetzt endgültig Schluss sein mit blinder und ideologiegetriebener Realitätsverweigerung. Antisemitismus, ganz egal, wie er vermeintlich motiviert ist, sei es von rechts, links, religiös oder verschwörungstheoretisch, widerspricht nicht einfach nur unserer grundgesetzlichen Ordnung. Er ist genuin menschenfeindlich und daher in aller Schärfe zurückzuweisen. Dass es natürlich auch einen hiesigen Antisemitismus gibt, ist für uns dabei mehr als Herausforderung genug. Allerdings importierten und damit ohne Not zusätzlichen Antisemitismus qua ungesteuerte Migration in unser Land zu lassen und sehenden Auges jüdisches Leben einer zusätzlichen Bedrohung auszusetzen, ich frage mich wirklich, wie da mancher von Ihnen noch in den Spiegel schauen kann. Das konnte man doch nicht wissen, sagen jetzt einige von Ihnen, zum Beispiel gestern der grüne Jürgen Trittin. Das konnte man doch nicht wissen. Wirklich? Meinen Sie Ihre Sonntagsreden zur sogenannten Vergangenheitsbewältigung eigentlich ernst? Oder sind das sinnentleerte Pflichtübungen, um billige Moralpokale einzusammeln? Der Modechef von Karl Lagerfeld sagte bereits 2017, wir können nicht Millionen Juden töten und Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen. Ein Modeschöpfer wusste es besser als die etablierte Politik. Er wurde dafür beschimpft. Wir kennen das als AfD ja auch zur Genüge. Als ich vor importiertem Judenhass warnte, hieß es wie immer Rechtspopulist. Ein wachsender importierter Antisemitismus, das sei doch gar nicht wahr. Und nein, es gebe auch keine Islamisierung. Nur die böse AfD sagt das. Und in Essen schreien Tausende, wir werden Ostdeutschland ein islamistisches Kalifat machen. Aber Sie werden in einigen Jahren wieder sagen, das konnte man doch nicht wissen. Ihre Reihenfolge ist beinahe zu jedem Thema. Wir wissen es besser. Wir haben Recht. Wir schaffen das. Hören Sie von der AfD endlich auf, uns zu kritisieren. Und dann, wenn jeder, aber wirklich jeder sieht, was Sache ist und wer Recht hatte, dann heißt es, das konnte man doch nicht wissen. Und das Spiel geht beim nächsten Thema von neuem los. Es ist erbärmlich. 30 judenfeindliche Übergriffe jeden Tag. Und das sind nur die, die in die Statistik eingehen, Kipper vom Kopf geschlagen, Juden ins Gas brüllen, gestern erst der gerade noch vereitelte Anschlag auf die Kölner Synagoge, das sind die Ergebnisse ihrer Politik. Ihr Paradoxon, es fließen Milliarden Euro gegen rechts, angeblich weil aus der Geschichte zu lernen heißt, Antisemitismus zu bekämpfen. Stattdessen aber bekämpfen sie die, die Antisemitismus auch den Importierten bekämpfen wollen. Das ist verrückt, aber genau das ist eben das Ergebnis, wenn die Ideologie wichtiger ist als die Realität. Und ach ja, rechts, das ist übrigens auch so ein Propagandatrick, so eine Totschlagvokabel, um gegen alles, was Ihnen nicht passt, was Ihnen bei Ihren verrückten Ideen von Heizungsmassaker, bei Inflation bis zum importierten Judenhass in den Arm greifen will, den Mund zu verbieten. Sie haben sogar jahrelang die Statistik zu antisemitischen Straftaten absichtlich und willentlich falsch geführt. Alles, was irgendwie ging, wurde auf das Konto rechts gebucht, selbst wenn das gar nicht stimmte. Aber es ist noch nie jemandem gut bekommen, die Wahrheit verbieten zu wollen. Nach dem Massaker der Hamas sagten einige, bald gehört Deutschland uns, zitiert Büscher seine Schützlinge, von denen er mehr als 1500 betreut. Und auch auf den Schulhöfen Deutschlands herrscht nicht erst seit dem Krieg offener Judenhass. Aber nur wenige Lehrer trauen sich, über die drohende Islamisierung zu sprechen. Eine davon, Birgit Ebel,
Sie ist Lehrerin in Herford und engagiert sich gegen die Radikalisierung muslimischer Schüler. Von 900 Schülern an ihrer Schule haben etwa 85% einen Migrationshintergrund. Die Integration ist schiefgelaufen. Wir erreichen die Jugendlichen kaum noch, sagt Ebel. Als Pädagogin wird sie nicht erst seit dem Gaza-Krieg angefeindet, weil sie sich offen gegen Antisemitismus und Islamismus stellt. Seit langem versuchen radikale Organisationen wie die Muslimbrüder, junge Menschen im Umfeld von Moscheen und Schulen in Herford und nicht nur in Herford zu umwerben. Ist Birgit Ebel bei der AfD? Ist sie eine Rechte? Nein, sie ist seit 27 Jahren Mitglied der Grünen. Aber sie verweigert die Wahrnehmung der Realität eben nicht so vollkommen wie viele Grüne hier im Haus. Auf einer pro-palästinensischen Demonstration erkennt Frau Ebel einige ihrer Schüler. Zitat: Als sie mich sahen, riefen sie, und ich gebe das etwas verkürzt und nicht ganz offen wieder, Frau Ebel, du Juden, H-U-R-E, meine Damen und Herren. Ich zitiere Frau Ebel weiter: Mädchen wurden schon als Schlampen beschimpft, wenn sie leichte Sommerkleider tragen. Von diesen Jungs werden sie dann aufgefordert, sich zu bedecken, erklärt sie. Der Zugang zu den Eltern wird immer schwieriger, fast unmöglich, immer weniger verstehen oder sprechen Deutsch. Meine Damen und Herren, wenn wir es damit ernst meinen, dass wir gegen Antisemitismus sind, dann ist klar, hiesigen Judenhass von Nazis oder linken Spinnern bekämpfen wir politisch und strafrechtlich. Zusätzlichen, also unnötigen weiteren Migranten-Antisemitismus lassen wir nicht ins Land oder werfen ihn raus. Der 15-jährige Terroraspirant, der gerade ankündigte, die Synagoge in Köln angreifen zu wollen, er ist Deutsch-Afghane. Er wollte die Synagoge oder den Weihnachtsmarkt angreifen. Für ihn das Gleiche. Es geht gegen Juden, es geht gegen uns. Wir müssen handeln, und zwar jetzt.